Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Das wichtigste Magnetstäubchen hat aber noch zwei Pole. Sicher eine wichtige Entdeckung. Also Sie müssen mal von denen. Die Nadel im Kompass pendelt sich immer in nord-südliche Richtung ein, nicht wahr? Aber sie bleibt an ihrem Platz, weil sie vom Südpol der Erde ebenso stark angezogen wird wie vom Nordpol. Sie meinen, sonst würde sie, stellen Sie sich vor, eine Hälfte der Nadel wäre nur nördlich, die andere nur südlich gepolt. Dann schneiden Sie sie in der Mitte durch. Ja, sagen Sie bloß, die eine Hälfte würde bis zum Nordpol raus. Und die andere zum Südpol. Ja. Auf See würde das gut funktionieren. Und wenn der einpolige Magnet, man kann ihn auch Monopol nennen. Ach, jetzt denn? Wenn der also stark genug ist, kann er ein ganzes Schiff ziehen. Nach Norden. Segelschiffe können ja auch in andere Richtungen fahren als der Wind. Man will also mit Monopolen Schiffe antreiben? Autos auch. Aber am wichtigsten werden magnetische Stromerzeuger in Kraftwerken sein. Und sagen Sie nicht, dass auch das winzigste Magnetteilchen einen Nord- und einen Südpol hat? Ja. Trotzdem hat man immer weiter nach Monopolen gesucht. Vor 134 Jahren fand ein gewisser Price Spuren von ihnen in der Höhenstrahlung. Ja, aber sind die nicht viel zu selten? Die Schwierigkeit war nur, einen einzigen Monopol sozusagen lebend auf die Erde zu holen. Dann hätte man ihn vervielfältigen können. Und auch das Problem wäre dann. Das ist viel einfacher, als ich dachte. Dr. Hebron, das muss ich nun doch mal sagen. Understatement kann eine besonders raffinierte Form von Prahlerei sein. Schwer kalt. Ja, wenn die anderen denken sollen, da sieht man es, alle Großen sind bescheiden. Also eher ein Wort, aus diesem Grunde habe ich nicht an die Arkham-Preise erinnert. Herr Hebron, Sie können nicht wegdiskutieren, dass nach der Atompleite aller Welt die Rettung im Magnetismus sah. Sicher? Eine Armee aus Physikern und Strahlungsforschern beschäftigte sich ein Vierteljahrhundert lang damit. Dann wurde die Sache aufgegeben. Seitdem galt das Problem als unlösbar, stimmt's? Ja und nein. Dass es Monopole gab, was auch nach der Entdeckung vom Preis um 1975 herum noch umstritten war, das wusste man inzwischen. Es war nur nicht gelungen, wenigstens eins davon auf die Erde zu bringen. Und Hebron kam, sah und siegte. Prost. Ja, auf hier. Auf die Gefahr hin, dass unser erster Offizier mich endgültig zum Angeber erklärt. Meine Hauptleistung war, dass mir der Spruch einfiel, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berge gehen. Man hat Fabriken immer gern dorthin gebaut, wo der Rohstoff ist. Warum nicht mal in den Himmel? Ja. Hier können wir diese Teilchen einfangen, vervielfältigen und in Eisenkerne packen. Dann ist der Transport zur Erde eine Kleinigkeit. Wie einfach. Richtig. Ich frage mich nur, warum haben Sie dazu mehr als 10 Jahre gebraucht? Ja, komisch, ja. Sir? Ja, was für mich? Von der Beobachtungsstation, Sir. Danke. Unangenehme Nachricht? Wir werden von einem kleinen Raumschiff verfolgt. Spionage? Da hätten die früher aufstehen müssen. Er hätte früher aufstehen müssen? Ach, nichts. Darf ich Ihnen behilflich sein? Gern. Ich komme nicht an die blauen Trauben da oben. Bitte sehr. Diese hier ist besonders blau. Merci. Very vielmals. Sind Sie eine blinde Passagierin, die der Hunger aus Ihrem Versteck getrieben hat? Ich bin und ja die Mikos legitime Tochter Irina. Seit gestern nebst sonstigem Hausrat an Bord. Ach so. Ich dachte schon, ich hätte die ganze Zeit eine so hübsche und so junge. Ich bin 19. Na, Sie sehen aber höchstens bis 17 aus. Unverschämtheit. Woran merkt man das? Übrigens, ich bin Harold Philippi. Geben Sie mir bitte noch was von dieser gelblichen Brause. Gern. Übrigens, sie heißt Champagner. Drum.
Vorhin sagte jemand Tacitus zu Ihnen. Das ist mein Spitzname. Ich bin Historiker auf der Sky Plant. Geben Sie der Besatzung Geschichtsunterricht? Ich bin der UEC unendlich dankbar, dass Sie mich dieses wichtige Stück Menschheitsgeschichte an der Quelle miterleben und für die Nachwelt aufzeichnen lässt. Daher der Name Tacitus. Ist ein Glück, dass David Hedron sein Genie nicht der Mjölnerkraft zur Verfügung gestellt hat, sondern... Sind das die Bösen? Mjölner ist der norwegische Name für Thors Hammer. Haben Sie Angst, damit beklopft zu werden? Ich habe mir eine Anspielung auf den mangelnden Sinn dieser Ausbeuter für alles Kulturelle erlaubt. Und die OEC-Manager halten Sie für hochgebildete Missionare? Zwei Energiekonzerne haben sich die Erde geteilt. Jeder beutet seine Hälfte aus. Keine Regierung kann es sich leisten, diese Brüder zu verärgern. Wer möchte sich schon den Energiehahn zudrehen lassen? Sie sind sehr jung. Und Jugend rebelliert immer gegen den eigenen Ernährer. Sind Sie nur mit dem Herzen bei der UEC oder auch ein bisschen mit dem Verstand? Ich gehöre zu den Idealisten, die glauben, dass das Gute am Ende siegt. Der brave Mann denkt an sich selbst, besonders zuletzt. Sie haben ein süßes Schandmaul, Irina. Aber dieses Mal geht meine Philosophie sogar auf. Morgen werden Kohle und Öl nur noch Dreck sein, den man früher zur Energiegewinnung benutzt hat. Mjölnerkraft konnte genauso gut mit Steinäxten handeln. Umarmt euch, Brüder, die Welt ist unser. Friede, Freundschaft, Eier. Wie hatten die sich das vorgestellt? Sie wussten doch, dass Öl und Kohle nicht ewig reichen würde. Rohstoffe von anderen Planeten? Wäre doch viel zu teuer. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Es wurden Container aus Plastikfolie entwickelt, die man bis in den Erdorbit katapultieren könnte. Verrückt. Das nimmt natürlich keiner mehr ernst. Jetzt hat die Mjölne eine nutzlose Raumflotte auf dem Hals, die sich nur niemand zu verspotten traut. Und die haben nicht gemerkt, dass Hedron seit 10 Jahren in Magnetismus macht? Der Mjölne-Geheimnis hat lange geschlafen. Die Versuchsstation konnten Sie unmöglich übersehen. Sie vergessen, dass man mit Satelliten auch nach Bodenschätzen suchen kann. Und wie sind Sie dann dahinter gekommen? Hebrons engste Mitarbeiterin, die sich von Mjölne engagieren. Aber sie konnte den Vorsprung nicht mehr einholen. Stimmt es, dass die Zentralen von UEC und von Mjölne beide in New York sitzen? Sogar direkt nebeneinander. Schade, dass Sie bloß Geisteswissenschaftler sind. Ich habe erfahren, wie die Monopole funktionieren. Ich auch. Haben Sie es kapiert? Ach doch, ja. Ich glaube schon, ja. Wieso merkt eigentlich keiner, wie gefährlich das Zeug werden kann? Aber nein, das ist es ja nicht explosiv, nicht mal brennbar. Keine Strahlung, keine Luftverschmutzung, kein Abfallproblem. Ich rede nicht von der Menschheit, sondern von dieser Himmelsfabrik. Ja, keine Angst. Die kann nicht runterfallen. Versuchen Sie mal, mir zu folgen. Ich werde mir Mühe geben. Ein Schiff wird von diesen Dingern nach Norden oder Süden gezogen. Umso stärker, je mehr Monopole es an Bord hat, ja? Natürlich. Das hier ist auch so ein Arschschiff. Es nimmt immer mehr von diesem Zeug an Bord. Dagegen haben die Zuständigen sich doch bestimmt was einfallen lassen. Aber sie werden zugeben, dass es eine Nuss ist. Bin ich nicht gut? Natürlich haben die daran gedacht. Was? Es ist schon früher manches Naheliegende übersehen worden. Beim DDT, bei den Antibiotika, bei den Atomkraftwerken, überhaupt beim Fortschritt. Es ist experimentell erwiesen, dass der Mensch gar nicht an alles denken kann. Kennen Sie den Typ? Bitte, welch? Den hier. Sieht aus, als ob er was von Ihnen will, sich aber nicht traut. Das ist der erste Offizier, der uns sich nicht traut. Ein Bilderbuch-Astronaut. Beschränkt, aber gut funktionierend. Tacitus, verzeihen Sie die Störung. Ja, ist Ihnen nicht gut, Herr Sperkholz? Doch, doch, doch. Aber...
Als Historiker verstehen Sie doch was von Literatur. Langsam, langsam. Ich interessiere mich zwar privat. Ach, das genügt vollkommen. Sie sollen bloß ein Gedicht beurteilen. Ein Gedicht von wem? Von mir. Wie ist denn das passiert? Ja, plötzlich rumort es in mir und ich musste ganz dringend... Wann? Gerade vorhin. Zeigen Sie, darf ich mal? Nö, das lese ich lieber vor. Schwimme über Wolken weit, in sehr großer Ferne. Um mich her wie Einsamkeit, doch ich mach es gerne. Setze nie, Jahr ein, Jahr aus, meinen Fuß auf Erde. Gehe ich zur Schleuse raus, schweben nur ich werde. Das letzte gefällt mir noch nicht. Hatten Sie das früher schon mal? Was? Ich meine den Drang, solche Literatur auszuscheiden. Nie. Sie finden es wohl nicht gut. Prost. Schwimme über Wolken weit. Himmel. Das hätte ich der gelblichen Brause gar nicht zugetraut. Irina. Um mich her. Können Sie beten? Komische Frage. Dann beten Sie, dass die dran gedacht haben. Vielleicht folgen Sie uns schon länger, Captain. Ein Objekt von unserer Größe kann man aus weiter Ferne beobachten. Während wir so einen kleinen Kahn... Ist das schon identifiziert? Das muss die Loki sein. Ein Gleiter von Mjölnirkraft. Können Sie sich denken, warum die uns plötzlich so dicht auf den Pelz rücken? Keine Ahnung, Sir. Übrigens, wir haben einen Spion an Bord. Ach, dummes Zeug. Da, bitte. Januki hat das aufgezeichnet. Es kam über eine Frequenz, die normalerweise kein Mensch abhört. Verschlüsselt? Wir haben den Code noch nicht raus. Aber die auf der Erde mit ihren dicken Computern auch nicht. Das sieht mir mehr nach Funkkontakt zwischen der Loki und ihrer Bodenleitstelle aus. Zuerst haben wir auch gedacht, wir wären zufällig in die Richtstrahlung geraten. Aber dann fing Januki das auf. Derselbe Code? Eindeutig. Januki hat sofort gepeilt. Und? Der zweite Spruch ist von der Skyplant gesendet worden. Hundertprozentig. Für eine genaue Ortung war er nicht lang genug. Wir wissen nur, dass der Sender nicht in unserer Funkstation gestanden hat. Schöne Sauerei. Kriegen wir die Loki nicht besser auf den Radarschirm? Nein, das liegt an der Nahbereichsantenne. Ach, und warum haben Sie nichts unternommen? Ja, Captain, ich veranlasse das Nötige. Herr Schneider, Sie sind Ingenieur und Navigationsoffizier. Wenn Sie sich nicht auf der Stelle in Ihren Raumanzug werfen... Verzeihung, Sir. Ich hab's versucht, ich kann nicht. Was können Sie nicht? Herr Hansen, ich bin raus, angeseilt. Ich kann nicht mehr runtersehen. Runter? Auf die Erde. Ich weiß, dass die Skyplant kein Flugzeug ist. Dass man gar nicht runterfallen kann. Jetzt weiß ich aber auch, wie es einem mit einer Phobie zumute ist. Schöner Ausdruck. Ja, für ein beschissenes Gefühl. Ich habe an der Außenhaut geklebt und geschwitzt. Und als ich mich zwingen wollte, die 15 Meter bis zum Antennensockel zu springen, habe ich in den Helm gekotzt. Tja, ich bin meinem Posten nicht mehr gewachsen. Ich auch nicht, Schneider. Kapitän? Ja, Agnes? Kapitän, wir haben eine Krankheit an Bord. Das hat noch gefehlt. Was ist es denn? Die Befallenen benehmen sich, sagen wir, widersprüchlich zu ihrem sonstigen Charakter. Angst? Ja, manche. Dann ist da zum Beispiel ein knochentrockener Realist. Der liegt jetzt in seiner Koje, bläst Schnurzen auf der Mundharmonika und heult, er wäre nie geliebt worden. Lachen Sie nicht. Ich möchte mit heulen. Die meisten merken es gar nicht, wenn es sie erwischt. Aber die anderen umso deutlicher. Ja, erwarten Sie, dass ich Ihnen sage, was Sie machen sollen? Nein, Herr Hansen. Aber es greift immer mehr um sich. Da reden Sie ganz vernünftig mit einem, plötzlich dreht er durch und kriegt Platz ein. Ich kann ihn nicht daran hindern. Ja, aber ich muss es Ihnen doch melden. Sie sind schließlich der Kommandant. Die meisten Kranken pendeln zwischen Lethargie und Hektik. Mit Ihrem Ersten zum Beispiel werden Sie viel Geduld haben müssen. Schwerkold, der auch. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Monopole, Spione, Angst, verrückte Physiker, ein Raumgleiter namens Loki. Wer zum Teufel kann die Verantwortung für ein fliegendes Irrenhaus tragen? Loki und Mjölnir Tower 207.
Loki ruft Neandertalers. Sie mögen mich nicht. Wenn Sie so direkt fragen? Nein, Herr Topian. Hab noch nie Glück bei Frauen gehabt. Ihr Gerät nehme ich Ihnen übel. Warum nennen Sie es Telepator zu Tarnung? Hirnwellenstörkanone klingt nicht so gut. Wie kann man sein Leben an sowas verschwenden? Verehrteste, als ich vor 25 Jahren Martin Dales Berichte las, der hat im 20. Jahrhundert herausgefunden, dass sich die Hirnströme der Kreativen von denen der technisch Intelligenten grundsätzlich unterscheiden. Da habe ich von positiver Manipulation des Geistes geträumt. Von einer Intelligenzhaube, die man je nach Bedarf auf Einstein oder Shakespeare schalten kann. Ziehen Sie den Spott ab und Sie sind der Wahrheit nahe. Armer Irrer. Heute weiß ich auch, dass Hirnströme nicht zu den Ursachen, sondern zu den Symptomen von Intelligenz gehören. Wenn ich sie verändere, verwirre ich nur das Bewusstsein. Sie haben aber trotzdem weitergemacht. Es war zu spät für ein neues Lebenswerk. Und was ich entwickelt hatte, das funktionierte. Jeder hätte an meiner Stelle überlegt, ob es in irgendeine Marktlücke passte. Sie suchten Kunden, denen es darum ging, die Köpfe anderer Leute zu verwirren. In einem anderen Jahrhundert hätte ich meine Erfindung dem Geheimdienst eines Staates angeboten. In unserer Zeit kam nur einer der beiden Energiekonzerne in Frage. Und Mjölnikraft nahm sie mit Freuden an die Brust. Sicher nicht so begeistert, wie man sie aufgenommen hat. Ich verstehe nicht, was man sich von ihrer Mitwirkung verspricht. Dort in der Raumstation sitzen Leute bei einer Arbeit, die unseren Auftraggebern nicht passt. Deshalb beschieße ich sie mit dem Telepator. Was sagen wir davon? Soviel ich gehört habe, läuft auf der Skyplant die Produktion von treibstoffunabhängigen Motoren an. Wollen Sie das jetzt noch verhindern? Jöllnekraft will Hebrons Erfolg aufschieben, um eine bessere Position für Verhandlungen mit der UIC zu gewinnen. An Sie scheint man ja nicht mehr so recht zu glauben, Marion Marcel. Ach, was wissen Sie? Wie lange waren Sie eigentlich Hebrons Mitarbeiterin? Manche sagen, Sie wären auch seine Geliebte gewesen. Erwarten Sie darauf eine Antwort? Wenn man sich das vorstellt. Hebron arbeitet an einer Jahrtausendsache. Es sieht aus, als sollte es ihm gelingen, Bjölne über Nacht pleite zu machen, der UEC, das Weltenergiemonopol, zu verschaffen und selber der wichtigste Mann des Konzerns zu werden. Und da geht jemand hin und verrät alles an die Konkurrenz. Hören Sie auf! Sowas bringt eine Frau nur fertig, wenn Liebe im Spiel war. Ihr Geschwätz ist unerträglich. Der Ausstoß ist also 12-mal so groß wie vorausberechnet. Ungefähr, ja. Kann sich das erklären? Ich glaube, jedes Mal, wenn wir ein Monopol in einen Kern schießen, magnetisieren wir mindestens ein Dutzend Eisenatome. Warum? Darüber müsst ihr Physiker euch die Köpfe zerbrechen. Tja. Zigarette? Danke. Ich schnupfe. Übrigens, Ihre Frau war bei mir. Ach. Sie war sehr aufgeregt. Ja. Sie ist total durchgedreht. Im ersten Moment erzählt sie Ihnen einen saublöden Witz, im zweiten lacht sie drüber, bis sie keine Luft mehr kriegt und im dritten will sich das Leben nehmen, weil sie Denkverstürzen hat. Tacitus soll zu ihrer Tochter gesagt haben... Sie nehmen sie doch nicht ernst. Philippi ist alles andere als der versponnene Bordtrottel. Wissen Sie, unsere Irina macht sich gerne ein bisschen wichtig. Mein Gott, sie ist 17, will später Physik studieren. Mit 14 erfand sie ein Perpetuum mobile, mit 15 den fliegenden Teppich, natürlich theoretisch. Und jetzt will sie beweisen, dass wir mit der Skyplant abstürzen müssen, weil die immer stärker werdende Monopolladung uns in Richtung Nordpol zieht. Und was haben Sie ihr geantwortet? Mit Irina kommt man am besten klar, wenn man zu allem Ja und Amen sagt. Aber Ihre Frau? Ja, die hat sich verrückt machen lassen. Besonders, weil das kleine Luder behauptet, Tacitus wäre blass geworden, als ihm ihre Idee... Was ist los, Doktor? Jetzt werden Sie blass. Welche Schutzvorrichtung besitzt diese Raumfabrik, um von ihrer Magnetladung nicht in die Arktis gezogen zu werden? Keine Ahnung. Vielleicht hätte ich dran denken sollen. Aber es hatte nichts mit meiner Forschung zu tun. Akut werden konnte das ja erst nach Anlauf der Produktion. Also wenn Sie zuständig sein würden... Ja, hören Sie mal. Sie können mir doch nicht die Verantwortung für Ihre Versäumnis. Es ist ein technisches Problem. Wenn ich von den Physikern ein neues Verfahren übernehme, verlange ich eine Gebrauchsanweisung mit Warnung vor allen Gefahren. Ich habe nichts verschwiegen. Sie sind beim Bau dieser Station zugezogen worden, Herr Oberingenieur. Ich hatte anderes zu tun. Dass Monopole von den Erdpolen angezogen werden, das ist der Witz. Warum sollen Sie ein Hochseeschiff nach Norden ziehen, aber ein Raumschiff nicht?
Darauf muss man nicht hinweisen, wenn Sie ein Feuerzeug kaufen. Sagt Ihnen schließlich auch niemand, dass Sie es aus der Tasche nehmen müssen, bevor Sie es anknipsen. Wissen Sie, eigentlich ist das ja auch kein produktionstechnisches Problem. Sondern? Ein astronautisches. Die Raumfahrer haben die Eigenschaften der Monopole auch gekannt. Und sie mussten berücksichtigen, was ihr Vehikel für eine Ladung haben würde. Das ist ein Unterschied, ob ich Käse transportiere oder Nitroglycerin. Oh je. Jetzt sind es schon drei Gruppen, die sich ebenso für zuständig wie für nicht zuständig halten konnten. Die Astronauten sind meine letzte Hoffnung, aber ich fürchte... Hansen hätte das Kommando nicht übernommen, wenn es hier nicht irgendeinen automatischen Ausgleich gäbe. Oder eine Abschirmung. Aber meine Irina ist gar nicht so dumm. Die Sache war kinderleicht. Und genau das ist gefährlich. Wir hochkarätigen Spezialisten interessieren uns für Quasare und Vorgänge im billionsten Sekundenbereich. Aber ausrechnen, wie viel 3x3 ist, das ist unter unserer Würde. Grüße Sie, Priesterin des Äskulap. Oh, Tacitus. Ein Ehrenname ist es, den er mir zu spotten meines Amtes zugesteht. Doch ich verdiene ihn nicht, eh nicht der Tag Geschichte ward, die lebend uns entließ. Oh, Schwerkreuz-Syndrom? Wie bitte? Bei dem fing es auch so an. Finden Sie, dass ich mich komisch benehme? Nö, Sie habe ich immer schon für einen Spinner gehalten. Um mich zu überzeugen, dass Sie krank sind, müssten Sie vielleicht was mit dem Schraubenschlüssel machen. Und jetzt halten Sie mich nicht auf. Moment mal. Sehen Sie mich mal an. Da ist was in Ihren Augen. Aber krank sind Sie nicht, Tacitus. Wissen Sie, was der Alarm bedeutet? Kurskorrekturen. Gilt nur für die Mannschaft. Ist der Kapitän... In der Kommandozentrale. Ich komme von ihm. Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich? Ich habe einen entsetzlichen Verdacht, was die Erkrankungen angeht. Also, reden Sie. Können Sie an Bord Hirnströme messen? EEG, sicher. Aber wozu? Unterstellen Sie mal eine Strahlung, die Hirnfrequenzen verändert. Na schön, ich habe schon so viel unterstellt. Und wenn ich recht habe, suchen Sie schleunigst ein Abschirmmaterial. Wenn ich nur wüsste, was das ist, in Ihren Augen. Angst, Frau Doktor. Ganz gemeine, nackte Angst. Wir können jetzt nicht entscheiden, wer für dieses Versäumnis verantwortlich ist. Physiker, Techniker oder Astronauten. Jetzt sitzen wir wörtlich in einem Boot. Und der Fehler hat angefangen zu werden. Immerhin noch leben wir. Das sieht bloß so aus. Ach Mensch, wenn Sie doch endlich aufhören würden. Schnaller, wie groß ist bis jetzt die Bahnabweichung? Ich kriege jedes Mal was anderes raus. Und was halten Sie von Computern? Nette Burschen, wenn man sie mit vernünftigen Angaben füttert. Erlauben Sie, Dr. Hebran. Ich denke, eine Station korrigiert ihre Bahn automatisch. In unserem Fall waren die Stabilisierungsraketen zu schwach. Ich habe keine Ahnung, was man noch tun kann. Lassen Sie sich was einfallen, David Hebron. Sie sind das einzige Genie hier. Sie werden bald merken, dass mein Understatement keine Prahlerei war. Fröhliche Weihnachten. Immer noch kein Kontakt mit der Leitstelle? Januki gibt sofort Bescheid, wenn er Erfolg hat. Es muss doch eine Lösung geben. Aber ich kann mich auch nicht mehr konzentrieren. Wird sich alles wieder einrenken. Ich will noch nicht sterben. Verlangt ja keiner. Bordklinik ruft Kommandant. Ja, Agnes? Captain, ich habe festgestellt, dass die Hirnströme unserer Kranken restlos durcheinander sind. Ständig wechselnde Alpha-Wellen mit extrem hohen Frequenzen. Mit so einem Wellensalat im Kopf kann kein Mensch einen vernünftigen Gedanken fassen. Ja. Von technischer oder analytischer Intelligenz ganz zu schweigen. Ja, das ist doch unser Problem. Sie haben Schwierigkeiten? Das könnte man auch weniger salonfähig formulieren. Eine unbekannte Störstrahlung. Ich versuche, geeignetes Material zum Abschirmen zu finden. Wie viel Zeit habe ich? Es wird sich alles sehen. Verdammt nochmal, schweigen Sie! Ja, suchen Sie, Agnes. Captain, ich habe Januki an der Strippe. Unser Bordspion pumpt auf Teufel komm raus. Vielleicht kann man ihn jetzt auf frischer Karte... Andere Sorgen haben Sie nicht? Was ist mit der Skypern, Kapitän? Sie hat ihre
Umlaufbahn verlassen und beschleunigt stark. Warum? Wohl eine Panne. Man kann keine Spur vom Triebwerkanstoß beobachten. Und warum folgen wir? Ich habe dafür zu sorgen, dass die Skyplant im Wirkungsbereich von Topians Geräten bleibt. Jetzt noch? Topian ist dabei, sie zu erledigen. Bestimmt nicht. Aber wäre das nicht für Sie ein Glücksfall? Krasser, Sie sind... Funkspruch von drüben? Mhm. Geben Sie her. Defibriert? Ja, ich sehe. Sie können gehen. Was heißt das von drüben? Frau Marcel, die Skyplant ist eine große Station, die nach den Gesetzen der Himmelsmechanik ihre Bahn zieht. Selbst wenn Topians Strahler genügend Energie aussenden könnte, der Rückstoß würde uns aus der Erdanziehung fegen. Ich hatte Sie nach dem Funkspruch gefragt, den Sie in der Hand haben. Ich will wissen, was hier gespielt wird. Ihr Spiel gegen Hebron, Madame. Herr Kasa, eine Frau kann hassen. Ihre Rache kann sogar gemein sein. Aber Ihre kalte männliche Konsequenz geht über meinen Verstand. Wir haben einen Agenten drüben. Von ihm ist diese Nachricht. Mehr kann ich Ihnen leider nicht. Skyplant hat jetzt relativ zur Erde Nordkurs. Sinkt mit 9,8 Sekundenkilometern bei zunehmender Geschwindigkeit im Winkel von 49 Grad zur Erdachse. Danke. Ende. Der Kreis mit dem Punkt in der Mitte, dort auf dem Schirm. Mhm. Ja. Das ist sie. Wenn die in dem Tempo noch 30 Kilometer tiefer sinkt, verglüht sie wie eine Sternschnuppe. Eine so große Station ist nicht auf Landung eingerichtet. Sie haben doch nicht... Sie waren beschäftigt. Da habe ich mir erlaubt, den Agentenbericht zu lesen. Dann wissen Sie es also. Und ich erwarte, dass Sie wenigstens jetzt Herrn Topian zum Aufhören zwingen. Frau Marcel, ich bin 50 und habe nur diesen Beruf. Die Mjölnekraft ist auf der Erde mein einziger möglicher Brötchengeber. Wenn der mir einen Tritt gibt, kann ich mich und meine Angehörigen höchstens noch als Nachtportier ernähren. Kasa, hier geht es um an die 50 Menschenleben. Sie haben dieses Dreckzeug mitentwickelt, nicht wahr? Ihr habt gefuscht. Mit welchem Recht verlangen Sie, dass ich meiner Familie und mir das Leben kaputt mache, nur damit die auf Skyplant nicht an eurer Dummheit sterben? Ich verlange für Hebron und sein Team nur eine faire Chance, Irrtümer zu korrigieren. Wir haben Sie nicht, solange Topian Sie am klaren Denken hindert. Kapitän, beschweren Sie sich nicht, wenn ich Sie später öffentlich eine Mordgehilfe nenne. Die Verbindungsstreben zur Ringleitung leuchten rot. Wir kommen bald in die Zone, in der sogar Meteore zu glühen anfangen. Ich glaube, in 170 Kilometer Höhe oder so. Oder so. Captain, wir werden jetzt alle beim Astronautentest durchfallen. Ja. Hallo, Klinik. Kommandant ruft Bordärztin. Wolkowitz. Agnes, wie weit sind Sie mit Ihrem Abschirmversuch? Ich weiß nicht, Hansen. Ich kann nicht mehr denken. Das war die letzte Hoffnung, meine Das ist doch Unsinn. Sie sehen doch, dass wir alle versagen. Wenn das Rechenzentrum in Ihrem Kopf gestört ist, dann hören Sie eben mal auf Ihren Fluchtinstinkt. Hebron, ich glaube, Sie sind doch ein Genie. Wer spricht da? Watson. Sagen Sie, wie viel Schubenergie haben wir, einschließlich Reserven? Was? Ja, das geht Ihnen nicht alleine so. Also wenigstens ungefähr. Tut mir leid, Ihre Megajoule sagen mir heute nichts. Spielt aber keine Rolle. Wir können ja auch nicht ausrechnen, wie stark die Kraft ist, die uns runterzieht. Die wächst jede Sekunde. Klar, 10 Kilometer Annäherung. Und die Monopole, die wir produzieren. Also, Watson, entweder reicht unsere Kraft, um uns rauszureißen, oder wir haben Pech gehabt. Koppeln Sie alles zu einem Aggregat. Simultanzündung, kürzestmögliche Brenndauer gegen die Sturzrichtung. Ich lasse den Countdown anlaufen. 100. Angriff von der Funkstation. Sprechverbindung mit Loki. Wollen wir uns nur gute Fahrt zur Hölle wünschen. Kommandant ruft Kommandant. Lassen Sie durchstellen. Okay, Sir. Hier spricht Kapitän Kasa, Raumtransporter Loki. Wollen Sie mich sprechen oder Ihren Spion? Bitte verbinden Sie mit Dr. Hebron, dringend. Meineswegen, aber machen Sie es kurz und dann verschwinden Sie aus unserer Nähe. Wir werden einen Haken schlagen. Richtung und Geschwindigkeit kann ich nicht voraussagen. Seid ihr verrückt geworden? Ja, und wenn schon. Das bringt doch nichts. Hier, Hebron, was wollen Sie? Hallo. Davi, hier spricht Marion. Marion? Das finde ich aber... Wir haben keine Zeit für alte Geschichten. Ich weiß, was bei euch los ist. Wirklich? Eure Hirnströme... Und eure?
Wir sind nicht im Wirkungsbereich der Störstrahlung. David, du musst mir vertrauen. So, warum sollte ich? Karma, schuld warst du oder ich, darüber werden wir uns nie einigen. Aber traust du mir zu, dass ich euch den Tod wünsche? Nein. Also dann pass auf. Ihr müsst die Ringleitung des Teilchenbeschleunigers absprengen. Ja, natürlich. Und alle Monopole, die ihr schon produziert habt, abwerfen. Dann könnt ihr mit relativ geringem Schub auf eine Kreisbahn zurück. Danke. Ende 3, alles geschenkt. Ja, die sind noch. Bei Ihnen alle raus. Jeder weiß, was jetzt tut. Wir fangen mit Magnetismus los. Verweisen Sie sich da rein. David! David, hör doch! Erst den Countdown stoppen! Mit Panikrückstoß schießt ihr euch unkontrollierbar in den Raum. Sinnlos, Madame, Sie hören nicht. Legen Sie sich in den Kontursitz. Der Armdruck könnte unangenehm werden. Was machen Sie? Ich will nicht mit diesen Wahnsinnigen zusammenstoßen. Da! Auf dem Schirm! Willkommen, liebe Konkurrenz. Danke im Namen der Mjörnerkraft. Was möchten Sie? Kaffee. Übrigens, schönen Gruß an Elvira. Sie sollen hier auf der ungefährte Kassetten versprochen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was Barockmusik oder 19. Jahrhundert. Mich dürfen Sie nicht fragen, ich bin banal. Ich rufe Ihre Gattin an, Miguel. Wenn die erfährt, dass ich es tatsächlich ausgerichtet habe, lässt sie das Schlag. Dann können Sie Ihre Sekretärin heiraten. Bin ich verrückt, die ist fast 30. Setzen wir uns. Ohne lange Vorrede. Skyplant wäre fast abgestürzt. Beim Gegenmanöver kamen sie nicht in eine Umlaufbahn, sondern auf eine Hyperbel. Auf der Südseite des Magnetfeldes kriegte sie auch noch einen kräftigen Abstoß und begann Mayday zu funken. Eins ihrer Raumschiffe war in der Nähe. Die Loki ist höchstens ein Boot. Eure Station entfernt sich immer weiter von der Erde. Ein Gleiter kann sie nicht mehr einholen. Mjölne Kraft verfügt über eine Raumflotte. Im Gegensatz zu Ihnen. Sind Sie nicht auch der Ansicht, dass man bei so einer Katastrophe geschäftliche Überlegungen ausklammern soll? Richard, diese Ansicht sind nicht einmal Sie. Wie darf ich das verstehen? Sie sind klug genug, um sich in unsere Lage zu versetzen. Sobald Ihre Monopolfabrik läuft, können wir den Laden dicht machen. Deshalb zweifeln Sie mit Recht an meiner Neigung, Ihnen den für uns bestimmten Dolch zurückzuholen. Wie geht es um die Rettung von Menschen? Nun, das Hebron-Team ist mit seinem Know-how für uns ebenso gefährlich wie die Produktionsanlagen. Also, versuchen wir erstmal eine grundsätzliche Einigung. Mhm. Deswegen haben Sie ja die Schiffbrüchigen schon angewiesen, Ihre Hilferufe einzustellen, um den Kontakt mit Ihnen über eine Geheimfrequenz aufrechtzuerhalten. Betrachten wir die Situation. UEC ist rechtmäßige Eigentümerin des bisher einzigen Verfahrens zur Massenfertigung von Monopolen. Aber dieses Patent ist ihr samt Erfinder und Herstellungsanlage entflogen. Wir dagegen, Jönneker, wären als einzige Besitzer einsatzfähiger Raumschiffe in der Lage, dieses Instrumentarium für ein künftiges Magnetzeitalter zurückzuholen. Bloß, ihr sagt uns nicht wo. Wie viel Zeit haben wir für Verhandlungen? Moment. Das hat sich Väterchen von seinen schlauen Mitarbeitern aufschreiben lassen. Hier, je nachdem, ob Ihre Himmelsfabrik in Richtung Sonne oder von ihr wegfliegt, wenn Sie auf der einen Seite die Bahn der Venus oder auf der anderen, die des Mars passiert hat, dann können wir das Ganze vergessen. Dann holt Sie keiner mehr zurück. Na schön. Sie werden verstehen, dass wir schon im Interesse der Menschen... Richard... Also, dass wir den Verkauf der Monopole nicht auf unser Gebiet beschränken möchten. Ich bin aber unter gewissen Voraussetzungen bereit, Ihnen in Ihrer bisherigen Interessenssphäre den Alleinvertrieb... Jöllner Kraft als Bezirksvertreterin der UEC, das ist nicht Ihr Ernst. Na, was erwarten Sie? Das Rezept, mein Lieber. Und dann bleibt jeder hübsch in seiner Hemisphäre. Mit der Magnetkraft, so wie bis jetzt, mit Kohle, Öl, Benzin, Gas. Das ist keine Verhandlungsbasis. Wir sind Ihnen gegenüber sogar außerordentlich fair. Unsere Position ist viel stärker als die Ihre. Das bestreite ich. Ich bitte Sie. Was verlieren wir, wenn Ihnen dieser ganze Klempnerladen verpflegt und alles bleibt beim Alten?
Bei aller Humanität. Wir sind gar nicht scharf darauf, dass Sie Hebron und die Skyplan zurückkriegen. Vergessen Sie nicht, dass wir die Marcel haben. Sie braucht sicher noch ein paar Jahre, aber dann werden wir die Einzigen sein, die über Monopole verfügen. Seien Sie ehrlich, Richard. Es ist hoch anständig von uns, wenn wir bloß 50% verlangen. Schön, weil es so unmodern ist. Merkwürdig ist auch im Moment für einen 17-Jährigen im 22. Jahrhundert. Wo haben Sie das gelernt? So bestimmt. Ich weiß nicht mehr, ist zu lange her. Wenn die 17-Jährige durch einen immer kälter werdenden leeren Himmel fliegt, aus dem sie nie zurückkehren wird, Irina, ist es dann ein Wunder, wenn sie die Alten beneidet, für die Mond und Sterne romantisch funkelten? Und für die der Himmel von Engeln bevölkert war. Irina. Kind. Nicht mal das. Mein Bruder ist ein Kind. Und meine Mutter. Irgendwie sogar mein Vater. Aber der denkt sich wenigstens seine Märchen selber aus. Für Mama und Klaus muss ich sie erfinden. Sie brauchen nicht besonders vernünftig zu klingen. Hauptsache, es ist viel Hoffnung drin. Und ich tue, als ob ich dran glaube. Wenn Sie wüssten, wie das anstrengt. Sie sollen nicht denken. Ich will Sie nach demselben Rezept beruhigen. Könnten Sie gar nicht. Warum nicht? Weil ein Geschichtsschreiber für unsere Lage nicht kompetent ist. Nehmen Sie mal die Brieftasche aus meiner Jacke. Ja? Und? In dem verschlossenen Fach links ist ein Dokument von der Universität Kairo. Mensch, Sie sind ja Physiker. Warum spielen Sie hier den Historiker? Weil ich das auch bin. Sie wären sicher mit mehr Respekt behandelt worden, wenn Sie das nicht verschwiegen hätten. Die meisten Menschen, Irina, finden andere am sympathischsten, wenn sie sich ihnen überlegen fühlen können. Weiß denn die Konzernleitung? Man konnte für diese Aufgabe keinen Historiker brauchen, der nichts von Physik verstand. Natürlich nicht. Also, dann versuchen Sie mal, mich zu beruhigen. Der Konkurrenzkampf der beiden Konzerne macht mich zuversichtlich. UEC hat keine Raumschiffe. Aber Mjölnekraft ist so brennend an den Monopolproduktionsanlagen interessiert, dass sie vor der teuersten Rettungsaktion der Geschichte nicht zurückschrecken wird. Wir sind ein Stäubchen im All. Solange es eine intakte Funkanlage hat und noch nicht allzu weit weg ist, kann man auch ein Stäubchen finden. Sprechen Sie von dem Spion? Von... Also, haben wir sowas? Na, jedenfalls würde er uns nichts nutzen. Ein transportabler Sender ist viel zu schwach, um von hier aus die Erde zu erreichen. Jetzt haben Sie meine letzte Hoffnung kaputt gemacht. Aber Irina, verlassen Sie sich drauf, die Sky plant, funkt immer noch pausenlos Mayday. Schön wär's. Was soll das heißen? Mein Vater ist in dem Katastrophenstab, den der Kapitän gebildet hat. Ich weiß von ihm. Die Hilferufe sind auf Befehl von New York eingestellt worden. Wir funken nur das Allernötigste, verschlüsselt und auf einer Geheimfrequenz. Wo wollen Sie hin, Tacitus? Also, zusammenfassend kann ich sagen, unsere Lage ist nicht nur negativ zu beurteilen. Die Botschaft höre ich wohl allein mit. Fangen wir mit der Gesundheit an, Dr. Wolkowitz. Die Gehirne funktionieren wieder, Sie merken es an Ihren eigenen.
Aber wir werden uns wohl bald eine weniger klare Vernunft wünschen. Keine Miesmacherei, Schwester. Weil Sie sowieso gerade das Wort haben, Herr Schwerkold. Ja, wo ist er? Thema? Antrieb. Fantastisch. Was nicht unbedingt günstig heißen muss. Muss das sich rausstellen. Also der Panikrückstoß hätte uns allein schon aus der Erdanziehung gebracht. Dann kam die Magnetabstoßung vom Südpol dazu. Die kickte uns auf einer Bahn, auf der uns die Umlaufgeschwindigkeit der Erde wie eine dritte Raketenstufe nochmal beschleunigte. Von der Sonne weg auf die Marsbahn zu, grob gesagt. Wieso grob? Unser Planetensystem ist sozusagen zweidimensional. Flach, verstehen Sie? Man könnte es auf einem Teller rotieren lassen. Wenn nun ein Floh von der Erde schräg in die Höhe springt, in die dritte Dimension, der kommt nie auf den Mars. Auch wenn er die richtige Breite erreicht. Sind wir der Floh? Wir waren. Ja, was sollten wir auch auf dem Mars? Wir könnten in seinem Orbit auf Rettung warten. Jenseits der Marsbahn holt uns niemand mehr ein. Da wird dann noch die Sonnenstrahlung so schwach, dass wir nicht mehr genug Energie für unsere Sender haben. Die Lebenssysteme an Bord brechen zusammen. Ja, es hat keinen Zweck, wenn wir uns was vorzumachen versuchen. Also, wir haben einerseits kein Fünkchen Schubenergie mehr an Bord. Trotzdem entwickeln wir ein Tempo, mit dem wir die Marsbahn auf einer sogenannten Hochgeschwindigkeitskurve erreichen können. Dabei braucht man nicht, wie etwa bei der Hohmannschen Bahn, ein sogenanntes Startfenster abzumachen. Und die Reisezeit ist erheblich kürzer. Ja, aber das ist ein Nachteil. Wir können froh sein über jeden Tag, den wir uns noch zwischen Erde und Mars aufhalten. Als Flo? Nein. Dr. Hebron, bitte. Es ist Ihnen aufgefallen, dass wir immer noch nicht die Ringleitung abgesprengt und die Monopole abgeworfen haben. Im Gegenteil, wir produzieren mit Hochdruck. Weil wir eine Art magnetischen Golfstrom entdeckt haben, der anscheinend unser Sonnensystem durchzieht. Darin wandern Monopole mit halber Lichtgeschwindigkeit etwa auf der Sternbildschwan zu. Unsere Ladung hat uns da reingezogen, sonst hätten wir dieses Phänomen gar nicht bemerkt. Je mehr Monopole produziert werden, umso höher wird unsere Geschwindigkeit. Herr Schneider, Sie haben doch ausgerechnet... Der Magnetstrom bringt uns auf die richtige Ebene zurück. Wir haben sogar das unverschämte Glück, dass Mars sehr nahe sein wird, wenn wir seine Bahn kreuzen. Aber die magnetische Beschleunigung ist leider nicht gleichmäßig. Und weil wir keine einzige Bremsrakete mehr haben, können wir zwar über die Monopolproduktion die Geschwindigkeit, aber nicht den Kurs beeinflussen. Immerhin, die Möglichkeit, dass Mars uns einfängt, ist realistisch. Okay, aber es wäre die letzte Chance. Herr Philippi, was suchen Sie hier? Verzeihung. Es geht unter anderem auch um mein Leben. Und deshalb gestatte ich mir die Freiheit, eine Frage zu stellen. Bitte. Wie sollen wir gefunden werden, wenn wir keine verständlichen Notsignale auf gängigen Wellen aussenden? Sie befinden sich hier auf einer streng geheimen Produktionsanlage der UEC und Sie wissen, dass dieser Konzern nicht über Raumschiffe verfügt. Deshalb ist die Funkverbindung mit ihm sinnlos. Aber nein, Tacitus, man wird die nötigen Rettungsfahrzeuge mieten. Von Mjölne? Von wem sonst? Für wie dumm halten Sie die? Angesichts einer Katastrophe denkt niemand an Geschäfte. War die Rettung vom Menschenleben Vorrang. Na wunderbar. Wenn das so ist, dann können Sie doch unbesorgt in Klartext Notrufe mit genauer Positionsangabe funken. Das sagt ausgerechnet so ein engagierter UEC-Untertan wie Sie? Der Generalmanager hat mich per Funkspruch ausdrücklich angewiesen. Klar, klar. Dem geht es nicht darum zu handeln, sondern mit Mjölne zu verhandeln. Er wird uns nicht um jeden Preis retten lassen. Ich danke Ihnen, Herr Philippi. Ja, wir werden darüber beraten. Tja. Also, dann. Sie wundern sich vielleicht, dass Tacitus von uns Handlungen gegen die Weisung der Direktion, aber eindeutig zugunsten der Konkurrenz verlangt. Captain, so würde ich das nicht sehen. Dann will ich Ihnen, im Interesse des Bordfriedens, streng vertraulich, verraten, dass Herr Philippi als Spion der Mjölne-Kraft bei uns ist. Ich werde mich hüten, ausgerechnet seine Ratschläge zu befolgen. Nehmen Sie Platz. Danke. Sie wollen ein Gespräch? Ein vertrauliches, ja. Wundern Sie sich über die Anwesenheit der Herrn von Mjölnekau? Ein bisschen. Frau Marcel, Sie sind für uns kein unbeschriebenes Blatt. 2097 haben Sie mit uns einen Vertrag geschlossen, den Sie 215 brachen. Persönliche Gründe. Mit Hebrons Forschungsergebnissen liefen Sie zur Konkurrenz über. Es gab auch in der Sache Differenzen zwischen Dr. Hebron und mir.
Ich hatte keine Chance, bei UEC die Monopolforschung so zu betreiben, wie ich sie für aussichtsreich hielt. Sie sind jedenfalls jetzt Angestellte der Mühlenkraft. Allerdings. Um Missverständnisse zu vermeiden, geben wir Ihnen Gelegenheit, sich mit beiden Firmen gleichzeitig zu unterhalten. Sie schreiben, es geht Ihnen um die Skyplant-Katastrophe und ihre Hintergründe. Was verstehen Sie unter Hintergründen? Was ich zu sagen habe, sage ich viel lieber beiden Seiten zugleich. Ich habe mir nur nicht träumen lassen. Zeit ist für uns teuer. Dann wundere ich mich, wie viel Sie davon für Verhandlungen über Hilfeleistungen für die Verunglückten verschwenden. Ja, meinen Sie, Sie sind das gar nicht wert? Sie wissen recht gut, was ich meine. Es ist noch kein einziges Rettungsschiff gestartet. Ach, deshalb sind Sie hier. Ich habe Ihnen schon ein paar Mal gesagt, Richard, das können wir nicht mehr lange verantworten. Vor der Öffentlichkeit. Dann unternehmen Sie doch endlich was. Wir haben keine Ahnung, wo sich die Station befindet. UEC rückt die Position nicht raus. Weil wir an einer Rettung der Skyplant interessiert sind, aber nicht an ihrer Enterung. Und wir fühlen uns nicht berechtigt, wegen 50 Leuten ein riesiges Unternehmen mit unzähligen Arbeitsplätzen in den Konkurs zu steuern. Habe ich nicht recht, Frau Marcel? Sie haben höchstens Argumente. Von Recht kann in dieser schmutzigen Affäre keine Rede sein. Jetzt kommen die Hintergründe. Allerdings, bei der Konstruktion der Skyplant ist ein ganz dummer Denkfehler passiert. Als der sich auszuwirken begann, war der Raumgleiter Loki dabei, die Station mit gewissen Strahlen zu beschießen. Dadurch wurden die Hirnströme der Skyplan-Besatzung so durcheinandergebracht, dass sogar der erfahrene Raumkapitän Hansen im entscheidenden Moment eine unzweckmäßige Entscheidung traf. An Bord der Skyplan befindet sich ein Mjölnir-Spion. Der erkannte die Lage, bekam natürlich Angst um sein eigenes Leben und bat in einem Funkspruch an Loki dringend, den Strahlenbeschuss einzustellen. Aber der Loki-Kapitän wollte die Verantwortung dafür nicht übernehmen und die Bodenleitstelle konnte angeblich keinen der zuständigen Herren erreichen. So wurde Skyplant, zumindest indirekt, von einem Mjölnir-Raumfahrzeug in die Katastrophe getrieben. Gratuliere, Miguel. Es war ein gekonnter Strahl. Wie bitte? Kein Theater, Marion. Bei einer Rettung ist es sowieso bald zu spät. In 2-3 Jahren sind Sie dann an der Reihe. Oh nein, meine Herren. Sie gehen von falschen Voraussetzungen aus, wenn Sie auf mich zählen. Es wäre klüger, die Skyplant und David Hebron mit allen Mitteln zurückzuholen und sich dann irgendwie zu arrangieren. Hier ist mein Vertrag. Der Weg, auf den ich Monopole herstellen wollte, war eine Sackgasse. Hebron hatte recht. Ich habe mich zu früh von ihm getrennt. Deshalb kennt jetzt niemand auf der Erde das letzte Fünftel seines Weges. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, dass es hier um mehr geht als um 50 Menschenleben oder um die Interessen zweier Konzerne. Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel. Eure primären Energieträger reichen nicht mehr lange. Seien Sie dem Schicksal dankbar, dass es uns rechtzeitig das Genie David Hebron geschenkt hat. Freilich, wenn wir, ohne den Finger zu rühren, zulassen, dass er irgendwo zwischen den Sternen zugrunde geht, dann fürchte ich, haben wir keine Zukunft mehr. Weiber. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wie lange verhandeln wir schon? Fragen Sie mich nicht. Und wir drehen uns im Kreis. Wir sind keinen Schritt weiter als am ersten Tag. Ja, das können Sie nicht sagen, Richard. Wir haben uns inzwischen bereit erklärt, Ihnen gegen 50-prozentige Beteiligung 2/3 der Entwicklungskosten zu erstatten. Ist das ein Pappenstiel? Und für die Rettungsaktion wollen wir keinen Hosenknopf berechnen. Das ist immer noch keine Basis. Entschuldigung. Ja? Gut, danke. Meine Herren, erheben wir uns von den Plätzen. Soeben habe ich die Nachricht bekommen, dass Skyplant Number One den Mars verfehlt hat und sich mit ständig zunehmender Geschwindigkeit in Richtung Asteroidengürtel entfernt. Damit gibt es keine Hoffnung auf Rettung mehr. Ich danke Ihnen. Das war's dann also.
Tja, ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Lieber ein Ende mit Schrecken. Und was die Energiefrage anlangt. Weiter wursteln. Für eine Generation reicht schon noch. Die nächste. Vielleicht sollte man ihr rechtzeitig die Männer des Kaiplan zu Idolen aufbauen. Umso leichter findet sie ihren eigenen Hebron. Werden Sie den letzten Funkspruch veröffentlichen? Ach, im Originaltext bestimmt nicht. Nicht sehr freundlich. Wie? Unflätige Beschimpfungen. Sehen Sie, Miguel, deswegen liebe ich alte Heldengeschichten. Denn das ist der Nachteil unserer Zeit. Die Leute verstehen es einfach nicht mehr, mit Würde für irgendwas zu sterben. In der Sendereihe Science Fiction als Radiospiel, die von der Wissenschaftsredaktion des Süddeutschen Rundfunks betreut wird, brachten wir das Originalspiel Monopole von Horst Zalten. Die Rollen und ihre Sprecher waren Dr. David Hebron, Horst Michael Neuze, Harold Philippi, Ernst Jacobi, Richard, Gerd Westphal, Miguel, Heiner Schmidt, Kapitän Hansen, Heinz Schimmelpfennig. Kapitän Kaser, Anfried Krämer. Schwerkolt, Rolf Beukert. Agnes Bolkowitz, Christiane Pauli. Mikos Hunyadi, Uwe Karsten Koch. Frau Hunyadi, Eleonore Weisgerber. Irina Hunyadi, Brigitte Böttrich. Schneider, Jan-Gerd Buss. Gregor Topian, Heinz Jörnhoff, Marion Marcel, Helga Grimme. Ton und Schnitt, Fritz Gortner und Astrid Winkler.